Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge nach langer, langer Zeit Elder Scrolls Legend oder Tassel genannt, liebe Leute. Wir spielen heute ein bisschen in der Kampagne weiter, weil ich nämlich ein bisschen Geld und noch Münzen verdienen will, dass ich mir neue Karten und neue Decks kaufen kann. Und ja, ich bin inzwischen Level 7. Ich habe gestern sogar tatsächlich ein bisschen gespielt, nachdem ich heimgekommen bin. Und mir ist aufgefallen, ich habe eigentlich noch gar nichts in diesem Spiel. Ich würde sehr, sehr gerne noch mal hier auf mit einem Geschicklichkeitsdeck gewinnen und mit zweimal mit einem Intelligenzdeck einfach oben verschiedene Sachen nochmal. Ich meine, nochmal 80 Münzen wären schon nicht schlecht, Leute. Vielleicht können wir es sogar schaffen, heute noch ein Pack aufzumachen. Wäre natürlich ganz cool. Aber jetzt schauen wir auf jeden Fall mal. Wir starten also durch, gehen nochmal in die Kampagne rein. Und setzen den vergessenen Helden fort. Es gibt sogar inzwischen einen Update. Also das können wir eigentlich mal ganz kurz reingucken. Und zwar kann man hier schnell einfach auf das Auge gehen. Und da stehen so verschiedene Sachen drin. Es gibt ein Starterpaket inzwischen, wo man sich kaufen kann. Das ist eigentlich so ähnlich wie bei Hearthstone inzwischen geworden. 10 Basispakete, ein einzelner Titel für deinen Avatar, 3 Spielesets mit exklusiven Prämienkarten mit alternativen Bildern und eine zusätzliche legendäre Karte. Das heißt, man kriegt sogar Alternative Artworks hier drin, was ich ganz schön geil finde. Und dann gibt es hier noch die Tollhaus-Sammlung zur Feier von Sheogorath's Chaos Arena. Ach, der Sheogorath war doch der Dude. Ja, mal gucken, ob ich das richtig im Kopf habe. Gibt es zusätzlich Spielesets mit jeweils 10 exklusiven Karten und zusätzlich einem Event-Ticket. Man kann das Ganze sogar auch für Gold kaufen, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich finde es immer cool, wenn man Kartenspielen auch so wirklich Free-to-Play komplett durchgehen kann. Und dann gibt es natürlich noch das Fürst des Wahnsinns-Paket. 5 Basispakete und Spielesets mit jeweils 3 exklusiven Premium-Karten und alternativen Bildern. Ich finde so alternative Artworks finde ich natürlich immer richtig, richtig geil. Und deswegen bin ich da schon ein bisschen angetan. Aber ich will jetzt erstmal gucken, ob ich dieses Spiel immer noch so gut finde wie früher. Und ja, hier seht ihr noch ein bisschen, was es hier so alles gibt. Dieses Sonderangebot ist halt gerade wohl ganz gut im Sonderangebot und das freut uns alle, aber wir werden es jetzt erstmal nicht kaufen. Und jetzt habe ich genug gelabert und wir spielen jetzt die Kampagne ein bisschen weiter. Nichts geht über einen Sturm. Ohne ist die Seefahrt öde. Naja. Und Piraten? Nein, das sind Bastarde. Behandeln ehrliche Schmuggler wie gewöhnliche Händler. Keine Ehre unter den Schurken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein wenig die Story vergessen und ich muss mir jetzt die Story wahrscheinlich nochmal angucken. Aber was ich vorhin sagen wollte, bevor ich hier frech unterbrochen wurde von denen. Und zwar sieht es so aus, oh, soll ich echt mit den Dunmer-Rechnern spielen? Ich probiere es jetzt einfach mal mit den Dunmer-Rechnern aus. Das ist ein Deck, das ich bekommen habe, wo ich gestern ein bisschen gespielt habe. Ich finde es nicht so cool, aber ich muss noch ein blau und grün mit einem blau-grünen Deck gewinnen. Und will mal gucken, ob ich da irgendwie vielleicht das hinkriege oder ob ich hier die Quests auch kriege. Was ich sagen wollte, dieses Spiel gibt es jetzt inzwischen auf Steam, was mich sehr, sehr freut. Und sie haben endlich hingekriegt, das Ganze stabiler zu machen. Ein Piratenschiff bewegt sich auf See vor und zurück. Du erspähst einen Piraten am Bug. Ich habe diese Fracht ehrenhaft gestohlen. Schicken wir diese miesen Diebe in die salzigen Tiefen. Wir spielen also gegen Blau-Lila. Ist okay. Startschwert ist okay. Wir haben hier einen 2-Drop, einen 3-Drop. Das ist eigentlich okay, Leute. Wir haben tatsächlich den Coin auch. Oh, was? Okay, windige Reihe. Passt, Männer, sonst wird euch der Sturm holen. Wow, das ist ganz schön stark, muss ich sagen. Die wird jetzt zu einem Yo, alles klar. Wir benutzen den Mana Crystal und spielen das hier raus. Haben dann die Schadenschleiche gekriegt, eine Schleicherin gekriegt, die bringt leider uns kein. Oh nein, du bewegst dich jetzt nicht wieder darüber. Okay, er spielt. Die Wände sind uns wohlgesonnen. 3-1. Ach komm, echt, er hat jetzt auch noch sein Ding gekriegt. Wenn die oberste Karte Legacy anfängt, okay, er greift mich direkt Face an, das ist in Ordnung. Wir sind dran in unserem Zug. Ich finde es blöd, dass die Fledermaus nicht so wirklich gut ist. Und das finde ich ehrlich gesagt noch blöder, dass die hier rüber geswitcht werden. Ich setze tatsächlich nochmal den Coin ein, um ihn hier mich zu setzen. Überlisten die nicht. Meine Schuppen. Dann gehen wir Face. Machen End Turn. Und schauen mal. Ich finde halt,
Wow, okay. Er geht ziemlich aggressiv in das Ganze rein und gibt ihr jetzt noch einen Buff. Okay, Liste Beschwörung. Nimm ein. Oh, ein Feuerblitz ist natürlich hier extrem gut. Wir gehen im nächsten Zug auf 3 Mana dann. Wir haben jetzt. Er hat uns halt schon ein bisschen runtergehauen, 10 Herbs, aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir spielen jetzt sie raus, kriegen dann einen. Oh, das ist gut. Spielen jetzt sie raus, kriegen damit einen Feuerblitz auf die Hand. Den können wir dann auch noch rauscoinen, so mehr. Was? Wir kriegen keinen Feuerblitz auf die Hand? Schweinerei. Meine Schuppen sind wie der Schatten. Schweinerei, ich wollte den Feuerblitz haben. Zack, erstmal Face gehen und End Turn. Ich bin jetzt gerade hier in Hearthstone noch gewesen, dass ich hier drauf drücken muss, aber das ist okay. Er geht tatsächlich echt krass Face, muss ich sagen, ja, der gute Dude. Was ich sehr, sehr krass finde. Okay, auf 4, wir können hier fesseln und Ding. Der geht jetzt hier rüber, wir können hier theoretisch traden. Geht es nur Schaden? Es geht nur meinem Gegner. Das ist uncool, weil er dann vielleicht ein Ding zieht. Wir hätten hier einen Wächter mit 4. Das ist eigentlich okay, oder? Ist tatsächlich okay, denke ich mal, wenn wir hier den Wächter für 4 drauf spielen. Und dann hitten wir einfach mal mit 3 rein. Es war auf jeden Fall keine Dingkarte hier. Ah, Schutzzauber. Nein, Schutzzauber ist uncool. Früher war ich ein Abenteurer wie ihr. Okay, den haben wir auch auf der Hand, den Kamlorn hält. Magnus, Gott der Zauberei, Schutzzauber nochmal. Was hat er für einen Schutzzauber? Wenn der Schutzzauber von Illank Hexer gebrochen wird, verdoppelt seine Macht. Das heißt, es wird ein 2-2 oder wie? Ist natürlich uncool, aber damit kann ich auf jeden Fall helfen. Nice, der Taunt wird rübergezogen. Das ist ganz schön gut, muss ich sagen. Das ist wirklich gut. Haben wir irgendwie noch einen Taunt oder sowas? Sturmangriff. Ich glaube tatsächlich, wir spielen den hier raus. Mit Sturmangriff. Geben ihm hier einen Pfeil mit. Dann triggert er nämlich. Kann aber nicht angreifen im nächsten Zug. Wir machen hier Attack. Healen uns um 2. Wir machen hier Attack. Ich sagte kein Ärger. Wir machen hier Attack. Damit haben wir ein Clear Board fast außer dem Dude, aber der kann in dem Zug noch nicht angreifen. Wir könnten theoretisch machen. Okay, er hat auch noch den kleinen Wächter dazu. Wir könnten rein von der Theorie her machen, dass wir den Soul Separator machen. War das eine Legende von dir? Anscheinend wolltest du das wohl so machen, aber okay, du bist ja auch nur ein Bot. Bot. Okay, wir hauen also mal den hier raus. Ich freue mich schon auf den nächsten Zug. Weil im nächsten Zug können wir dann richtig hart abgehen gleich. Ah, scheiße, eigentlich will ich den Soul Separator auf den drauf spielen. Ja, komm, wir gönnen uns das einfach mal. Zack, Soul Separator. Weil damit kriegen wir halt einfach 3-2 aufs Board nun mal und schießen auch noch 3 Schaden und healen uns dann auch nochmal dazu. Das ist schon, ganz schön stark gewesen, muss ich sagen. Okay, er macht hier den Trade, dann geht er auf 1 runter, das ist natürlich gut für ihn. Hat er natürlich einen Vorteil sich jetzt rausgeholt. Ach komm, hör auf mir die ganze Zeit Schaden zu schießen, Dude. Nice, wir kriegen einen Feuerblitz raus. Feuerblitz ist eine extrem starke Karte in dem Spiel, wie ich finde. Damit können wir den wegmachen, können hier traden theoretisch. Ich muss sagen, das Deck ist halt einfach nicht so arg stark, wenn ich ehrlich bin. Es ist wirklich nicht so arg stark, leider. Auf 7, wir können auf 8 coinen, wollen wir aber nicht. Wir spielen lieber... Den machen wir auf jeden Fall weg. Zack. Machen wir den hier weg auf jeden Fall. Zack. Haben wir für 6, das heißt, wir spielen den hier raus und wir spielen den Dude hier raus und dann gehen wir mit 4 Phase, damit sein nächstes Ding noch nicht triggert. Das ist eigentlich ganz wichtig. Eisstachel nochmal. Oh, er macht halt schon ganz schön viel Schaden mit seinen verschiedenen Sachen, die er da hat. Komm, ja, komm, eine Prophezeiung. Tag, keine Prophezeiung, schade. Das ist mein Tag. In dem Deck sind halt sehr, sehr wenig Wächter, wie ich finde. Oh, komm, da schießt du mir noch mehr Schaden, hey. Alter, uncool. Okay, 8. Oh, es ist ein fucking Ernst. Kill. Genug gespielt. Kill. Tanzt mit eurem Tod.
Ein Turn. Wir bräuchten einen Wächter, sonst haben wir das Spiel wahrscheinlich verloren. Sieht eine Karte mit einem 3-3er, das ist okay. Komm, keine. Ah, verdammt. Ah, doch, sehr gut. Beim Auge von Magnus. Ah, Leute, wir haben noch 4 HP. Jetzt müssen wir was Gutes ziehen. Wächter. Obwohl, sie ist ein Wächter. Och, komm, echt, jetzt dein Ernst. Obwohl, das ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, dass wir darüber gedrückt wurden. Nehmen wir das hier raus. Ja, meine Schwerthand juckt auch. Wird deadly. Das Problem ist halt, er braucht einen einzigen Damage noch, um hier irgendwie was zu machen. Nerevas Ehre ist bei mir. End turn. Werden hier. Ach komm, bitte kein Damage. Kein Damage. Nein! Damit hat er Lethal. Ach, come on. Top Deck Lethal, liebe Leute. So kann das laufen. Das Deck ist halt meiner Meinung nach einfach nicht gut. Aber wenigstens haben wir hier das gekriegt. Es heißt also, ich muss jetzt hier trotzdem nochmal hier das Ganze spielen, einfach mit dem Deck, weil es ist halt einfach das Deck, wo anscheinend die Quests damit erfüllt werden. Das heißt, wir müssen es mit dem Deck schaffen. Ich finde die Mischung auch ehrlich gesagt nicht so cool. Blau ist ja eher so ein bisschen controlly hier, mit irgendwelchen Spells und alles mögliche, aber meiner Meinung nach haben wir halt echt noch nicht irgendwelche coolen Spells oder sowas. Und ich muss sagen, dass diese komische Board Abilities finde ich auch ein bisschen anstrengend, noch wenn ich ehrlich bin. Wir können Turn 2. Was bist du für nicht eine Kreatur? Das will ich ehrlich gesagt noch gar nicht haben. Prophezeiungsdude will ich auch nicht haben. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas Gutes ziehen hier. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Turn 2 können wir eigentlich direkt was machen. Sie ist halt echt stark direkt. Aufgepasst, Männer, sonst wird euch der Sturm holen. Ja, ist okay. Ich passe schon auf mich auf. Okay, wir können jetzt in dem Zug hier einfach noch gar nichts spielen, was echt scheiße ist, weil dann kann er uns nämlich direkt angreifen hier mit dem Ding. Und er macht uns nochmal zusätzlich 2 Schaden. Essens ist halt, hat ein sehr, sehr aggressives Deck, muss man tatsächlich sagen. Okay, wir kriegen einen 8er Drop dazu. Jetzt machen wir hier mal eben kurz die Fledermaus. Ja, wir machen tatsächlich hier den Coin an der Stelle jetzt nochmal, spielen die Fledermaus aus, weil sie wird dann zu einer 1-1. Dann traden wir sie weg, healen uns nochmal um 2. Und die Fledermaus ist halt echt eigentlich eine gar nicht so schlechte Karte, wenn man so kleine Minions damit wegtradet. Einfach weil sie halt diesen Entzug hat und Sturmangriff. Man kann sich also safe um 2 healen. Er hat keine Karte auf der Hand, liebe Leute. Keine Karte. Das ist sehr, sehr gut. Ein Abenteurer wie hier. Weil jetzt machen wir nämlich hier ordentlich mal Damage und healen uns mal weiter und gehen weiter hoch auf 29 Health wieder. Ah, Prophezeiung auf 4. Das ist nicht gut, Leute. Okay. Wir haben den Soul Separator. Also den Seelenspalter. Ich glaube, Soul Separator gab es auch irgendwie, aber das war Magic. Das heißt, wir healen uns nochmal. Gucken mal, ob er eine Prophezeiung kriegt. Er hat keine Prophezeiung, das ist sehr gut. Wir können theoretisch ihn hier spielen, was ich jetzt auch machen werde. Früher war ich ein Abenteurer, wie hier. Wir machen ihm nochmal 2 Damage, machen dann nochmal hier so ein Mana-Kristall raus und separieren dem seine Seele. Dann kriegen wir nämlich hier 2 3-2er Geister. Was schon relativ stark ist. Ich muss sagen, vom Prinzip her, wenn das so läuft, wie es jetzt läuft, ist das Deck wirklich, wirklich stark, liebe Leute. Magnus, Gott der Zauberer, ah, wieder den Schutzzauber Hansel da. Den mache ich überhaupt nicht. Wir müssen auf jeden Fall den Kleinen hier wegbringen, der ist sonst zu stark. So, was haben wir denn? 5 Mana. Wir können hier eine Kreatur plus geben. Wir müssen den auf jeden Fall wegtraden. Obwohl, müssen wir das überhaupt? Fordert mich nicht heraus. Ich hätte mal gesagt, nö, müssen wir nicht. Okay, er zieht halt jetzt echt gut Karten hier an der Stelle. Und den müssen wir wegmachen leider, weil das sonst ein bisschen zu stark ist. Gemeinsam für Reach. Ah, ich hätte den Damage mehr machen können. Misplay. 2-3 oder 3-2. Wir machen so, machen Endturn hier mal an der Stelle. Sind auf 31 Leben? Kann man mehr Leben haben als Ding? Okay. Yo, gib ihm noch mehr Messer in die Hand. Yo, noch eins. Das ist mein Tag. Oh, shit. Oh, shit, ich brauche ein Damage-Schießen. Letzter Atemzug. Ach, jetzt kommt er hier rüber. Ach, das ist gut, dass du hier rüber kommst, mein Freund. Das freut mich natürlich. 6, wir können da nicht so drauf gehen. Das heißt, wir spielen so. Wir spielen es tatsächlich hier drüben. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir hier
echt schlecht traden müssen im Moment. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir hätten auch nicht coinen können. Geh zurück, wo ihr herkommt. Ja, geh zurück, wo du herkommst. Ah, obwohl, wir müssen hier gar nicht so traden. Ich kann hier einfach face gehen, weil ich nämlich hier ein Taunt habe. Das ist ja gar nicht schlecht. Was, wie heißt denn das hier eigentlich? Ein Wächter habe. Ich will mich ja hier an die neuen Wörter hier anpassen. Oh nein, er hat eine Prophezeiungskarte. Okay, er kann also ein Krokodil rausspielen. Das ist aber in Ordnung. Im nächsten Zug können wir dann so steht es den Coin setzen. Also hier nochmal diesen Mana Crystal zusätzlich kriegen. Auch nochmal Schutz. Ich werde euer Blut vergießen. Oh mein Gott, es ist ein 16er. Es ist ganz schön strong. Okay. Einmal so. Wir schießen ihn hier ab. 2, 4, 7. Das heißt, wir sacrificen sie hier. Ah, ich hätte erst angreifen müssen, aber das ist okay. Genug gespielt. Damage, go. Und end turn. So muss es doch eigentlich laufen, Leute. So und nicht anders. Okay, da kommt wieder dieser Dude raus. Ich hoffe, dass es nicht schafft. Yes, er hat es nicht geschafft. Das ist sehr, sehr gut. Das ist mein Tag. Noch ein Wächter, den können wir abschießen mit unserem Schockender Wamazu. Ja, und damit haben wir das doch eigentlich geschafft. Das ist eigentlich ein gutes Spiel. Es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre. Piu. Da hätten wir ihn hier für 2. Und da hätten wir ihn hier für 4. Und haben es endlich geschafft. Nice. So muss es doch eigentlich sein, liebe Leute. Oh, dass wir das erste Spiel verloren haben, das finde ich ein bisschen ätzend, aber dafür kriegen wir halt hier jetzt 40 Gold, was ich sehr, sehr schön finde. Und wir kriegen vielleicht noch durch die Kampagnen... Spielbelohnung gibt es ja immer, das stimmt. 10 Münzen, okay. Und wir kriegen noch Ausdauer. Ausdauer besiegt Gegner durch Größe und Durchhaltevermögen. Wir haben also hier einen Zumpfleviathan, das ist ein 7-Mana 8-8er. Launde Mumie ist 5 Mana, 2, 6 Prophezeiung. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Karte. Und unterdrücken lass eine Kreatur verstumpfen. 0. Das ist echt ganz gut, muss ich sagen. Ja, nice. Das sieht doch auf jeden Fall schon immer gar nicht so schlecht. Eine unwillkommene Störung. Wir haben die Piraten echt gebattelt hier. Kein Zeichen von Lanet. Glaubt ihr, sie sind alle im Wrack gestorben? Möglich. Oder durch die Einheimischen. Oh. Das ist natürlich uncool. Das heißt also, wir müssen jetzt gegen diese komischen, was sind das? Diese Viecher hier kämpfen. Aber, liebe Leute, ich bedanke mich hier jetzt mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze hier. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn von dem Spiel haltet und so. Und ja, da hätte ich mal gesagt, lasst einen Daumen da. Und bis zum nächsten Mal. Türelü.